Wir stehen am Freitagmorgen in der Lüste mit Tobi Schweinsteiger und wenn ihr es vielleicht hört, es wird hier nebenbei natürlich wieder gearbeitet. Tobi, am Sonntag steht das Spiel gegen FSV Zwickau an. Wie sieht es mit den Kräften aus nach einem intensiven Spiel am Mittwoch in Jeddelo? Ja, ich glaube gut, wir sind ja fit, können das Spiel schon abschütteln. Klar hast du am Ende der Saison mal hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir einfach nicht auf Schmerzen schauen können, wo wir drüber müssen über die Punkte und ja, das werden meine Jungs wieder machen. Deswegen glaube ich, dass wir wieder volle Kapelle haben fürs Wochenende. Auf was für Gegner trefft ihr, die in der letzten Woche eigentlich, glaube ich, eine gute erste Halbzeit gespielt haben, dann mit roter Karte, Elfmeter und dann dieser Attacke auf den Schiedsrichter, natürlich auch einfach maximal bitter für die Mannschaft, weil die kann am Ende am wenigsten dafür. Was ist das für eine Mannschaft? Ja, eine Mannschaft, die, glaube ich, seit Saisonbeginn weiß, dass es in diesem Jahr nur um den Nichtabstieg oder für den Nichtabstieg bei ihnen geht. Und das haben sie im Hinspiel schon gezeigt. Das zeigen sie immer wieder in jedem Spiel. Sie sind schwer zu bespielen. Du musst da schon ganz schön dickes Brett bohren. Aber wir haben Qualitäten dafür. Ja, darauf sind wir eingestellt. Wir wissen auch, dass wir über 90 Minuten Vollgas geben können. Und darauf jetzt ankommen am Sonntag. Und ja, im Endeffekt, eine Abwehr, eine vielbeinige Abwehr, die uns da im Weg steht, irgendwie vor Probleme zu stellen und Chancen zu arbeiten und trotzdem gut in der Restverteidigung zu sein, gute Konterabsicherung haben, ihr Spiel zu bearbeiten, das, was wir die letzten Wochen immer machen. Und dann denke ich, dass wir wieder die Möglichkeit haben, drei Punkte zu holen. Ihr seid der klare Favorit. Das gab es in der Hinrunde so nicht. Jetzt in der Rückrunde vielleicht schon ein, zwei Mal. Inwieweit muss man sich auf diese Rolle als Favorit einstellen? Ja, es ist ja nicht das, was wir gehen ja nicht in so ein Spiel und sagen, wir sind jetzt Favorit oder der Gegner ist ein Außenseiter. Wir gehen in ein Spiel, dass wir den Gegner analysieren, egal ob es Elversberg ist, Zwickau, Meppen, Oldenburg, Bayreuth, die Mannschaften, die hinten drin stehen. Wir versuchen gegen alle gleich vorbereitet reinzugehen, auch mit der gleichen Intensität Fußball zu spielen. Das ist natürlich gegen Mannschaften, die um den eigenen 16er rumstehen, die ein bisschen tiefer stehen, schwieriger ist. Ist, glaube ich, jedem klar, als wenn man ein bisschen Räume hat. Und trotzdem haben wir in den letzten Wochen gelernt, damit umzugehen, einen tiefen Gegner zu bespielen, auch wenig Konterchancen zuzulassen, das aus dem Spiel zu nehmen und wissen einfach um unsere Stärke, ja, und wissen, dass wenn wir 100% aufs Feld kriegen, dass wir schwer zu schlagen sind. Und das ist schon mal Punkt 1, dass wir, wenn wir 100% abliefern, wahrscheinlich von keiner Mannschaft geschlagen werden. Und wenn wir diese 100% auch bringen, haben wir immer die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Und darauf kommt es am Sonntag an. Muss Zwickau nicht eigentlich sogar in die Offensive gehen? Weil, ehrlich gesagt, ein Punkt bringt ihm in der aktuellen Tabellenlage eher wenig. Ich glaube nicht, dass sie jetzt uns da wild anlaufen und sehr offensiv spielen werden. Sie versuchen wahrscheinlich, über Konter zu kommen, ja, so lange wie möglich die Null zu halten, um vielleicht zu hoffen, dass wir ein bisschen nervös werden. Aber das werden wir nicht. Wir sind auch cool in unserer Situation. Wir wissen, damit umzugehen. Wir wissen, es ist wieder eine große Chance für uns, Punkte zu sammeln. Und das wollen wir seit Winter, viele Punkte sammeln. Und wir sind da echt fleißig. Und ich hoffe, dass wir da weitermachen können. Wie sieht es mit dem Personal aus? Chance hatte zum Beispiel am Mittwoch einen Schlag, glaube ich, auf die Hüfte bekommen. Gibt es irgendwelche Updates da? Ja, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben alle Mann am Start. Felix Siegel ist gestern wieder ins Training eingestiegen. Das passt. Heidi ist gesperrt leider. Ja. Wird uns in so einem Spiel natürlich immer gut tun mit seiner körperlichen Präsenz. Aber der Rest ist dabei und deswegen wird es für mich wieder die Aufgabe zu sein, 20 Jungs zu finden fürs Spiel am Sonntag und dann 11 aufzustellen. Aber ich weiß auch, dass ich mich auf die Jungs verlassen kann. Sie ziehen alle in einem Strang und das ist gerade im Moment extrem wichtig. Lass uns noch auf heute Abend gucken. Ich glaube, es steht ein wichtiges. Wir sprechen irgendwie immer wieder über Eishockey. Das ist für mich ein ganz ungewohntes Thema. Dein Eishockey-Club aus Rosenheim könnte heute Abend aufsteigen in die zweite Liga? Ja, genau. Also im Moment läuft es ganz gut. München ist letzten Sonntag Deutscher Meister geworden. Das war schon mal Step 1. Jetzt meine Jungs in Rosenheim können heute, wenn sie Spiel 4 gewinnen, gegen Weiden aufsteigen in die zweite Liga. Für Rosenheim natürlich überragend. Ein riesen Eishockey-Standort. Ähnliche Euphorie wie hier. Also die 5000 Karten sind innerhalb von 2 Stunden immer weg, okay, vor den Spielen. Und ja, und genau dasselbe Gefühl wollen wir hier auch unseren Fans bescheren. Dass die Karten gehen fleißig weg, das kriege ich mit. Aber wir wollen auch diese Euphorie weiter aufrechterhalten, also bis zum Schluss um was spielen können. Ja, dass unsere Fans bis zum Schluss auch mitzittern können und uns weiter anfeuern können und pushen können. Und ich habe jetzt gesehen, wie das in München war im Eishockey. Jetzt sehe ich es in Rosenheim und ich hoffe, dass wir das in Osnabrück genauso hinkriegen. Mann, was könnte das für eine erfolgreiche Saison werden. Aber Step by Step. Tobi, viel Glück am Sonntag. Wir sehen uns. Danke. Dankeschön.